Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. Wir sind hier auf der Prydwen oder Prydwen. Also Prydwen klingt ziemlich bescheuert, deswegen heißt es Prydwen. Und ja, ja. Kaum zu glauben, dass Supermutanten nicht wieder mehr erkannt haben. Gut, dass es so beruhigend hier ist. Ich gehört, du hast einen neuen Auftrag. Ja. Einsatz, ich da aufpassen. Toller Job. Besser als Wachdienst. Warum? Aber erstmal will ich, nicht nach Fort Strong. Was hast du? Ich will meinen Geist befreien. Doch, mein Mikrofon ist an. Ich dachte gerade schon, aber das war das Desktop-Audio, was lautlos war. Also nicht lautlos, leise. Das Ding ist, wenn ich mein Mikrofon ausstelle, nimmt jetzt anscheinend trotzdem noch irgendwelche Audiosignale auf oder so in der Art. Das ist immer ganz merkwürdig. Automatisches Speichern, da ist es. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Ich habe ein paar Minuten, um dich anzusehen. Großartig. Ja, danke. Naja. Wirklich viel ist es aber auch nicht. So. Neue Leute? 9. Ja, das ist ja perfekt. Kann ich ja glatt ein neues Bett bauen im Bettensaal. Es muss ja nicht gemütlich hier sein. So. Es ist 15 Uhr. Alles ruhig. So, und die neue Person kriegt als Aufgabe nämlich den zweiten Händler. Die Frage ist, wo ist diese Person? Wir produzieren beide Nahrung. Shift ist nicht rennen, wenn man in dem Menü ist, anscheinend. Das sind unsere Generatoren. Hier ist das Badezimmer. Hier ist sonst gerade keiner. Das ist ja mein Raum. Die Küche. Hallo, ihr hört Radio. Sender für das gesamte Commonwealth. Es liegen keine Meldungen vor. Passt auf euch auf, Leute. Ja, warte mal kurz. Der hat ja keine Waffe, ne? Bedeutet, ich kann den doch bestimmt befehligen für den zweiten Shop da. Ja. Ich hoffe jetzt einfach mal zumindest, dass das so ist. Okay. Da hinten ist der Flughafen. Das ist halt echt geil, dass das so nah ist. Viel wichtiger ist aber, dass ich die Quests mache, nämlich in den Vertibird steigen. Okay. Mhm.
In den Vertibird soll ich einsteigen. Ach, schön. Willkommen an Bord, Ritter. Alle Anzeigen stehen auf grün. Wir sind bereit zum Start. Hier sollte ich nicht reinschießen. Go. Ja, 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 jetzt sehe ich mal, wisst ihr, dass das ein Flughafen ist, zumindest mit diesem Gastterminal. So. Wo fliegen wir hin? Fliegen wir auf diese Insel da hinten? Scheint so. Na, dann hoffen wir mal, dass wir da ein paar Supermutanten den Arsch einheizen können. Und hoffen wir nicht, dass die Fatmans sind. Ich versuche es im Blickfeld zu halten. Ist denn nicht, die Supermutant BMOV. Ui. Ja, das ist nice. Wow. Die Sorge, die ich mir mache, ist anscheinend nichtig. Das ist also eine Waffe, die nicht leer geht oder heiß wird. Yo. Na. Jetzt kann ich nicht schießen, oder wie? Nice. So. Ich bin dann mal down, ne? Upsala. Na, nein! Seid ihr denn des vollen Wahnsinns? Schon. Ja, geht doch. Okay. Das ist ein bisschen sehr viel kriegerisch. Kriegerisch. Na. So, und warum genau nutzt sie jetzt nicht die Minigun? Ach so. Dachchen. Ja. Komm schon. Dass du manchmal so schlecht im Treffen bist, ne? Ist immer wieder unfassbar. So. Nett. Fleisch, oh. Da ist radioaktive Strahlung. So. Ich muss meinen Wedex nehmen. Ah, okay, es sind die Fässer. Findet man hier drin überhaupt etwas? Deswegen die Strahlung. Ist natürlich die große Frage. Sind hier sinnvolle Sachen? Ein paar auf jeden Fall. So, Piper! Aufgepasst. Da mag jemand keine. Willst du mich veräppeln? Klar, schau's dir an. Also. Ach, warte, oder liegt das daran, dass ich nicht mehr diese eine Mod habe? Kann natürlich auch sein, weiß ich jetzt gerade nicht. Muss ich mal nach der Folge nachgucken. Fort Strong.
Und dann nicht meine Führzimmer. Was? Okay. Haben Supermutanten den Ort hier eingerichtet? Piper? Das ist fast sehr wahrscheinlich. So. Das wär's. Dachchen! Ich bin von der GEMA. Es liegt tatsächlich wirklich daran, dass sie keine Munition hat. Wow, von hinten auch. Aua, aua, aua. So war. Na. Oh, oh. Na komm. Wo ist denn der Rest von euch? Ich werde sterben. Das war ein bisschen legendär, das Ding. Ich verlasse mal kurz den Raum. Puh. Ah ja, aber wir haben gleich ein Level Up, das ist gut. Ich denke, das werden wir auf jeden Fall in dieser Folge erreichen, das Level Up, wenn wir die Mission zu Ende kriegen. Sodass wir dann uns bald dann den neuen Mods machen können. Juhu. So. Ein Buffjet. Mhm. Und ich glaube. So ein. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich mache mir so einen richtigen Drogencocktail. Ich hau mir gleich noch einen Medex rein. Hier und Psycho. So. Na. Kann ich mal bitte einen Jet noch haben? Okay. Dachchen! Ich liebe das, Kämpfe an Türen auszuführen. Das ist immer ein Vorteil. Ich könnte mal so einen guten Treffer gebrauchen. Naja, habe auch schon mal bessere gesehen. Uiuiui. Jetzt aber. Achso. Nett. Ein Radiumgewehr. Was? Erhöht die Präzision, aber auch die AP-Kosten im Wetz. Wenn du dich noch nicht im Kampf befindest. Aha. Interessant. Kann ich erstmal, glaube ich, in Betracht ziehen? Ist nicht ganz scheiße. So.
gefunden. Was für ein Haufen Schrott. Das ist kein Schrott. Das wäre ein guter Kampf. Findest du? Naja, mir kam der ein bisschen kurz vor. Womit in aller Welt kann man so etwas verdient haben? Das fragen wir uns alle. 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 Ach, so eine Tür, die ich entsperren kann. Entschlüsseln. Ja, genau. Hallo, Piper. Eine Menge nettes Zeug. Ein Telefon. Perfekt. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Schlüssel zu finden. Und General Books Terminal. Juni 2075. Heute ist das Kommando von Fort Strong auf mich übergangen. Ich freue mich schon, der US Army beim Testen ihrer experimentellen Waffensysteme in unserer Anlage behilflich zu sein. Die Männer haben auf meinen Befehl hin die Insel bereits für den Test vorbereitet, die alte Kaserne abgerissen und eine simulierte Stadt errichtet. Da wir den Feind an einer urbanen Front bekämpfen werden, ist es meiner Meinung nach am besten, diese Waffen und zivilen Gebäude zu testen. September 2075. Wir haben eine neue Lieferung T-51B Power-Rüstung getestet, die von den Technikern der Army gerade fertiggestellt worden sind. Ich bin von dem umfassenden Schutz beeindruckt, den sie unseren Soldaten bieten, während sie ihnen gleichzeitig große Mobilität ermöglichen. Mir ist allerdings aufgefallen, dass den Soldaten das Springen in diesen Dingern immer noch schwerfällt. Wegen des Gewichts des Anzugs fallen sie bei harten Landungen häufiger um. Die Jungs von der Wartung haben sich das mal angesehen und sie schlugen vor, ein Gyroskop und Stoßdämpfer in den unteren Torso einzubauen. Ich werde dies nach oben weitergeben und sehen, ob ich Washington dazu bringen kann, die Extrakosten für die Modifizierung auszugeben. Februar 2076. Die Situation im Ausland spitzt sich zu. Deshalb hat Washington uns angewiesen, die Projektlaufzeiten zu halbieren. Ich habe sie auf die dadurch entstehenden Gefahren hingewiesen, doch wir scheinen keine große Wahl zu haben. Ich habe mich entschlossen, meine Mitarbeiter im Team Alpha und Team Bravo aufzuteilen, sodass wir an zwei Projekten gleichzeitig arbeiten können. Dadurch arbeiten zwar weniger Leute an einem Projekt, aber ich bin überzeugt, dass wir den neuen Zeitplan trotzdem einhalten können. Ich werde Team Alpha an der Power-Rüstung, Team Bravo an den neuen M42 Fatman-Werfern arbeiten lassen. Da war die Aufrüstung also schon im vollen Gange. Juni 2076. Team Alpha hat gerade den ersten Schwung T-51B-Anzüge an die Front nach China geliefert. Den Berichten erst nach zeigen die Anzüge eine bessere Leistung als erwartet und fressen sich dadurch durch... Als ob es Papier wäre. Angeblich ergeben sich während einige feindliche Truppen sogar, wenn sie die Power-Rüstung-Truppen mit ihren 5mm Miniguns auch nur sehen. Sieht ganz so aus, als hätte sich Team Alpha eine Ausgangserlaubnis nach fürs Wochenende in Boston verdient. Dezember 2076. Mein Team Bravo hat gerade damit zu kämpfen, dass das abgeschaltete Geschoss des M42 nicht weit genug fliegt. Das Problem liegt darin, dass der Gefechtskopf nach wie vor zu schwer ist, um die erforderliche Distanz zurückzulegen. Unsere simulierten Soldaten bekommen immer noch zu viel Strahlung ab und erleiden Verbrennung durch die Explosion. Einer der Techniker hat den radikalen Vorschlag gemacht, eine kleinere Sprengladung zu verwenden, um das Geschütz schneller aus dem Werfer zu katapultieren. Seine Berechnungen nach klingen vernünftig und also werde ich es ihn versuchen lassen. September 2077. Nach einigen Rückschlägen und dem Verlust eines Testtrupps haben wir die Feuervorrichtung des M42-Werfers endlich perfektioniert. Washington hat mich gedrängt, dieses Projekt zum Abschluss zu bringen, doch für eine so wirkungsvolle Waffe wollte ich mir ausreichend Zeit nehmen. Wir haben die Werfer zum Lager in Mississippi geschickt und warten nur auf den Befehl, neue Gefechtsköpfe dorthin zu verschiffen, wo sie gebraucht werden. Hoffentlich sind wir diese Atomraketen noch vor Ende des Monats los. Ich fühle mich noch nicht wohl, nur wenige Meter über eine Menge an Atombomben zu schlafen, die gesamte Insel ausradieren könnte. Ja, das kann ich ein bisschen nachvollziehen, würde ich mal sagen. Ich hoffe, das Zeug ist Staub. Ja, hoffe ich auch. Was haben wir denn hier? Ein Rednerpult und ein Whisky. Ja, natürlich. Eine Toilette. Abraxo-Putzmittel. Treppen nach oben, die nicht nach oben gehen. Und ein Fahrstuhl. Piper! Ich würde sagen, in die nächste Folge und bis